Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dezember-Budget. Ich stelle ja immer einmal noch das große Monatsbudget auf, wenn mein Gehalt eingegangen ist. Was ich an Einkommen dahinschreibe, setzt sich unter anderem aus meinem Gehalt zusammen und aus der Entnahme des Gewerbes. Also das entspricht nicht gleich meinem Lohn. Und ja, mein Kater hat mich gekratzt. War ein bisschen zu übermütig beim Spielen. Und zwar rechne ich erstmal mit 2.085 Euro und 34 Cent, was den Dezember angeht. Also an Einkommen ist das die Summe, womit ich kalkuliere. Was die Miete angeht, diesmal versuche ich auch endlich mal die Zeile hier zu treffen, bleibt es aktuell noch bei den 300 Euro. Essen ebenfalls, Budget 150 Euro, da sind wir zumindest jetzt im November auch sehr gut mit hingekommen, deswegen lassen wir das auch erst noch so. Handy ist ja jetzt etwas teurer geworden mit den 33 Euro, ich bin ja mit den geringeren Gigabyte einfach nicht zurechtgekommen, weil ich auch unterwegs ziemlich viel im Internet bin und auch leider zu Hause, denn das WLAN ist nicht so das Beste. Das heißt, ich greife auch häufiger zu Hause tatsächlich auf die mobilen Daten zurück, weshalb ich den Vertrag natürlich wieder raufstocken musste. Blieb mir nichts anderes übrig. Die Zahnzusatz unverändert 28 Euro und 23 Cent. Die Berufsunfähigkeitsversicherung 34 Euro und 93 Cent. Und Netflix ist ja das große Abo, weil ich mir das ja noch mit meiner Mutter und meiner Tante teile. Die geben mir da auch regelmäßig ihren Anteil, meistens sogar noch mehr. Also eigentlich unterhalten die mich, was Netflix angeht. Aber da das erstmal von meinem Konto abgeht, rechne ich das natürlich auch unter den Fixkosten mit auf. Der Sport, also sprich Fitnessstudio, 29 Euro mal noch. Ich habe nämlich gekündigt, ich bin die ganzen letzten Wochen und Monate vielleicht dreimal da gewesen. Das heißt, ich bin mehr Sponsor als Mitglied. Und deswegen habe ich mich dann jetzt auch dazu entschlossen, das zu kündigen. Ich muss auch erstmal gucken, was es jetzt mit meinem Rücken gibt. Da habe ich nämlich ein bisschen Schwierigkeiten und bin deswegen in Behandlung und mal gucken, wann ich aus dem Vertrag rauskomme. Apple Music, der Studententarif für 4,99 Euro, den konnte ich jetzt auch nochmal verlängern, beziehungsweise ich musste ihn jetzt sogar nochmal verlängern. Die haben nochmal nach meinem Studentenstatus gefragt. Die 0% Finanzierung sind 55,60 Euro. Das läuft jetzt genau noch ein Jahr. Da habe ich jetzt die Hälfte geschafft. Sparkasse ist ja immer quartalsweise, muss ich noch meine Gebühren bezahlen. Das sind 6 Euro. Ich habe jetzt auch schon Post bekommen, also digital, dass ich das jetzt bestätigen muss ab nächstem Jahr. Ich glaube ab Februar, März so rum, dass ich dann auch Kontoführungsgebühren zahlen muss, denn mein normales Girokonto ist aktuell noch komplett umsonst. Amazon Prime sind 34 Euro für ein Jahr, also der Studententarif. Ich habe dafür ja einen Sinking Fund, da sind ja 70 Euro drin. Der Plan war ja, dass ich aus dem Sinking Fund dann Amazon Prime bezahle. Jetzt ist es aber so, dass mir das jetzt diesen Monat nicht so besonders wehtut, dass ich das aus meinem normalen Gehalt bezahle. Und deshalb bezahle ich das aus dem normalen Gehalt, lasse den Sinking Fund mit den 70 Euro so stehen. Und muss dann sozusagen ein Jahr lang nicht in den Sinking Fund einzahlen. Somit entlaste ich mich für das nächste Jahr um, ich weiß nicht, 4 Euro, 5 Euro im Monat, was ich zurücklegen muss. Und die Hausrat ist wieder fällig, die ist aber jetzt in diesem Quartal etwas günstiger. Also normalerweise hat die immer 11 Euro und ein bisschen gekostet und jetzt kostet sie 10 Euro und 94 Euro, 94 Euro, 10 Euro und 94 Cent, so. wollte ich ja auch immer noch auf jährlich legen, damit ich da 2% spare. Aber irgendwie, ich weiß nicht, konnte ich mich noch nicht dazu durchringen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also Fixkosten, um die ich nicht drum herum komme, 704,68 Euro. Dann mein Spendenbetrag von 25 Euro, was ich ja jeden Monat spende, rotationsmäßig immer an eine andere Organisation. Da habe ich ja jetzt im November die Lese-Challenge gemacht und gesagt, die Strafgebühr, die ich da noch rauskriege, packe ich hier on top. Jetzt ist aber die Summe etwas höher gewesen, sodass ich das splitte. Also ich mache hier meinen ganz normalen 25 Euro Spendenbetrag. Und das, was ich von der Lese-Challenge habe, spende ich nochmal separat. Das heißt, hier komme ich dann insgesamt auf 729,68 Euro. Ich habe hier nochmal eine kleine Änderung vorgenommen mit variablen Kosten und Sinking Funds, denn die Kosten aus den Sinking Funds gehen ja nicht immer ab.
Und das ist einfach ganz unterschiedlich, wann ich mich aus den Töpfen bediene. Ganz anders aber bei Benzin, dem Katzenfutter und Essen auswärts. Das sind eigentlich so die Kategorien, wo eigentlich jeden Monat definitiv was rausgeht. Und ich habe ja in meinem Weekly Budget von Freitag schon gesagt, dass ich ja bei meinem Benzinbudget schon vorgegriffen habe. Deswegen lege ich jetzt erstmal nur 10 Euro rein. Ich habe nämlich jetzt nochmal wirklich voll getankt und somit letzten Monat für, oh Gott, ich glaube 140 Euro getankt oder so. Da kommt jetzt so die hohe Summe zustande und ich hoffe mit dem vollen Tank, das reicht bis Ende Dezember. Also so viel ist jetzt auch nicht geplant, dass ich fahre. Für das Katzenfutter lege ich mir wieder 35 Euro zur Seite. Da habe ich jetzt auch erst eine große Bestellung gemacht. Das dürfte erstmal reichen. Essen auswärts, wie gewohnt, die 20 Euro. Das heißt, insgesamt bin ich hier bei 65 Euro für die, ja, variablen Kosten. Die Sinking Funds, einmal 5 Euro für den ADAC, 5 Euro für die Haftpflicht, die ist ja erst wieder im Mai fällig. Katzen Emergency ist der Tierarzt mit gemeint, lege ich mir 10 Euro zur Seite für den Urlaub. Das geht ja auf das Bondora-Konto, 50 Euro. Die BAföG-Rückzahlung und Rücklage für die Rückzahlung geht ebenfalls auf Bondora. Hier habe ich das jetzt auch noch mal ein bisschen detailreicher gestaltet. Also Auto, damit ist Autoinstandhaltung gemeint. Und Autoversicherung und Steuern kostet mich umgerechnet 25 Euro im Monat. Das lege ich mir jetzt ebenfalls zur Seite. OWD ist der Open Water Diver, also der Tauchschein, den ich ja nächstes Jahr machen möchte. Technik, ja, da habe ich letzten Monat, also im November, sehr viel ausgegeben. Also meinen kompletten Topf geplündert. Ja. Und noch zusätzlich Geld für Technik ausgegeben, weshalb ich mich jetzt dafür entschieden habe, für diesen Monat nichts in Technik zu packen. Sonstiges, aber wie gewohnt 50 Euro. Den Topf möchte ich immer gut gefüllt haben. Gesundheit kommen wieder 15 Euro rein. Das ist ja noch ein recht neuer Topf. Freizeit habe ich auch nichts rausgenommen, kommt auch erstmal nichts rein. Kleidung 25 Euro und Geschenke 50 Euro. Ich denke, ein paar Kleinigkeiten werde ich da dann doch noch diesen Monat kaufen müssen für Weihnachten. Das heißt, hier bin ich insgesamt bei 585 Euro, was die Investitionen angeht. Insgesamt in Aktien, ich schreibe hier mal den gesamten Betrag hin, sind 575 Euro, wobei ich ja 625 investiere. Das sind unter anderem auch die reinvestierten Dividenden. Also der Betrag, der in Aktien geht, ist tatsächlich noch ein bisschen höher. Zur Consors gehen jetzt nur noch 175 Euro, denn ich habe einen Sparplan jetzt noch zur Trade Republic geschoben. Das heißt hier, also bei der Consors reduziert sich die Summe und bei Trade Republic erhöht sich die Summe um 25 Euro. Also ist natürlich bei der Gesamtsumme ein Nullsummenspiel. Aber bei Trade Republic kann ich den Sparplan jetzt umsonst ausführen und muss nicht noch 1,5% Gebühren bezahlen. Deshalb also 175 zur Consors, 375 zu Trade Republic und 25 zu Scalable. Da läuft ja nur ein Sparplan. Zu Bison gehen in diesem Monat 45 Euro und Tagesgeld 50 Euro. Das heißt insgesamt investiert, also investiert plus ja, Notgroschen zur Seite gelegt, wie auch immer, 670 Euro. Das heißt, die Gesamtrechnung, wenn ich das jetzt hier nochmal gegenüberstelle und kontrolliere, damit ich da nicht irgendwie ins Minus rutsche oder so. Also Einkommen sind ja 2085 Euro und 34 Cent. Dann die Fixkosten, da gehe ich aber von dem Betrag aus, also ich rechne die Spenden da schon mit ein. Also einmal minus die 729 Euro und 68 Cent minus die variablen Kosten und die Sinking Funds sind insgesamt 650 Euro. Und die Investitionssumme sind einmal minus 670 Euro, auch wenn es natürlich so nicht in dem Sinne abgeht, aber es geht ja von meinem Geld ab, welches ich zum Leben in Anführungsstrichen zur Verfügung habe. Das heißt, ich habe 2085, 34 minus. Oh, der Kater hat einen Vogel entdeckt. Okay, macht ein Plus von, ja, wir schreiben das eine Reihe drunter, von 35,66 Euro als Puffer und das reicht auch. Ich hatte noch unter anderem auch Guthaben auf meinem Konto, also ich bin da jetzt nicht irgendwie ins Minus gerutscht oder so, das waren so um die 60 Euro, was ich da noch an Guthaben, bevor das Gehalt eingegangen ist,
auf dem Konto hatte. Das heißt, der Puffer reicht dicke. Dann können wir uns dem Cash-Stuffing widmen. Und zwar nehme ich erstmal den Einsatz hier raus von dem, was ich immer unterwegs mitnehme, wo ich dann die einzelnen Taschen einfach so reinnehme. Aber das ist, wenn ich den Einsatz rausnehme, ist viel einfacher, damit zu hantieren. Und zwar nehme ich hier jetzt erstmal noch die Kassenzettel raus. Die brauchen wir nicht mehr. Da sind auch noch von letztem Monat 10 Euro drin. Die lasse ich auch drin, sodass ich für 22 Euro, 12 Euro, und wenn ich jetzt noch die 10 Euro reintue, habe ich 22 Euro so. Also da kann man dann nochmal eine Handvoll Liter, je nachdem wie der Preis gerade steht, tanken. Und dann muss ich mal überlegen, ich glaube, ich habe da mit einem 10er kalkuliert. Falls das nicht passt und ich noch 5er brauche, dann tausche ich das einfach. Für Gesundheit insgesamt wieder 15. So, da hatte ich jetzt auch noch eine Zuzahlung, sprich ich musste ja da schon was rausnehmen. Und die Physio, oder ich denke mal, die Physio wird ja auch wieder eine Zuzahlung haben. Das heißt, ich kann mich dann hier auch direkt aus dem Topf bedienen und bin erstmal jetzt bei 35 Euro. Auswärts essen, da nehme ich immer gerne 5er. Denn die Currywurst-Pommes, die ich donnerstags oder meistens donnerstags esse, kostet nur 5 Euro und dann passt das eigentlich so ganz gut. Das war's hierfür. Das packe ich einmal wieder hier rein. Das kann man einfach wieder so hier reinstecken und das hält auch. Das geht jetzt nicht irgendwie verloren oder rutscht ständig. Und noch meine anderen Sinking Funds, also einmal das Auto. Auto-Instandhaltung besser gesagt. Da kommen 150 Euro rein. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, hier noch aufzuschreiben, dass ich ja den Leihwagen bezahlt habe. Und zwar war das, lass mich überlegen, ich meine irgendwann Anfang November. So, das heißt, hier waren jetzt nur 587 drin. Und jetzt kommen wieder 150 rein. Das kommt davon, wenn man die Zettel nicht direkt aktualisiert. Also neuer Stand 737 Euro. Und heute ist der... Nein. Der 28.11. So, jetzt aber. Also, jetzt einmal nochmal mit dem neuen Stand kontrollieren. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 720, 730, 735 und die 2 Euro sind ja noch hier im Umschlag. Das heißt, jetzt passt auch wieder alles. So, für die Autoversicherung und die Steuer, da kommen ja die 25 Euro rein. Also, neuer Stand hier, 50 Euro. So, und das passt auch. Für Kleidung, da lege ich jetzt noch mal 25 Euro rein. Also 60 Euro. Neuer Stand. Also 2, 4, 50, 60 passt. Freizeit kommt nichts rein. Katzen Emergency kommen 10 Euro rein. Also hier neuer Stand 130 Euro.
Und noch ein Kästchen zum Ausmalen. Jetzt habe ich schon wieder, glaube ich, nicht die Farbe, mit der ich hier angefangen habe zu malen. Naja, nicht so schlimm. So, dann habe ich aber einen besseren Überblick, wie viel da schon drin ist. Also 100, 120, 130 passt. Und noch zu guter Letzt der Tauchschein. Also auch hier neuer Stand 250 Euro. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist, aber irgendwie will die nicht so, wie ich das gerne hätte. Und der Kater schmeißt ja gerade Zeugs durch die Gegend. Also immer. Die Katzen schlafen grundsätzlich 24/7, aber wehe, du möchtest irgendwas machen, wo sie ruhig sein sollen. Dann nehmen sie dir die ganze Hütte auseinander. Also, Tauchschein. 50, 100, 150, 200, 250. Also, stimmt alles. Und dann bringe ich noch meinen Urlaubstracker auf den neuesten Stand. Das ist zwar ein Online, also auf Pandora ein Online-Konto, aber so habe ich da dann trotzdem für mein Ziel einen besseren Überblick. Also 50 Euro sind reingegangen, zwei Kästchen kann ich ausmalen. Perfekt. So, und dann fehlen noch grundsätzlich meine Online-Töpfe. Und zwar ist ja hier für die Haftpflicht jetzt für den Dezember auch nochmal 5 Euro reingegangen. Das heißt, hier bin ich jetzt bei 37 Euro. Der ADAC. Kriegt ebenfalls 5 Euro, also neuer Stand 28 Euro. Und das ist, wie gesagt, mein Sinking Fund für Amazon Prime. Da bediene ich mich jetzt aber nicht raus. Somit spare ich mir dann ja nächstes Jahr, dass ich da sparen muss. Die Töpfe aktualisiere ich gleich. Genau, hier mein Katzenfutter, was ich ja jetzt im November noch bestellt habe. Das dürfte auch eigentlich für den Dezember reichen. Außer es ist wieder irgendwas im Angebot, dann kaufe ich natürlich wieder nach. So, plus 35, also 40, 50, 51 Euro. Neuer Stand. Sonstiges sind 50 Euro dazugekommen, also 480 Euro. Neuer Stand. Ich werde ja im Dezember wahrscheinlich auch nochmal den Semesterbeitrag bezahlen müssen, denn die Bachelorarbeit bzw. eine Themenfindung und oder Fragestellungfindung ist mit dem Professor, den ich mir ausgesucht habe, nicht ganz so einfach. Ich hatte gedacht, ich würde das in diesem Semester dann auf jeden Fall noch hinkriegen, aber davon kann ich mich auf jeden Fall verabschieden. Deshalb, ja, nochmal Semesterbeitrag bezahlen. Geschenke, ihr seht, da ist nicht mehr viel übrig. Also Dezember. Plus 25. Einmal neuer Stand 44 Euro. Technik, wie gesagt, da habe ich mich jetzt komplett raus bedient, plus ja noch drauf gezahlt. Also es heißt jetzt nicht, dass diese Kategorie jetzt irgendwie im Minus wäre oder so. Nein, ich habe ja dieses Grafiktablet gekauft für 343 Euro. Und es ist ja nicht nur fürs Gewerbe, zumindest schätze ich das aktuell so ein. Und deshalb habe ich einen Teil aus meinem privaten Budget genommen und einen Teil aus dem Gewerbebudget. Deswegen ist das so gesplittet. Aber ich habe da jetzt für Kategorie Technik erstmal genug Geld ausgegeben für dieses Jahr. Und deshalb kommt da jetzt erstmal nichts rein. So, hier sind jetzt nochmal insgesamt 50 Euro reingekommen. Da habe ich jetzt noch nicht alle Zinsen gut geschrieben, beziehungsweise ich hatte hier zwischendurch mal die Zinsen gut geschrieben. Aber ja, muss ich auf jeden Fall mal noch nachholen, damit das auch wieder auf dem neuesten Stand ist. Und den Vermögensaufbau, meine Challenge. Ich habe mir jetzt schon Notizen gemacht,
welche Kästchen ich wie zusammenklamüsere, damit das passt. Oh, da fällt mir einer. Kann ich noch was wegstreichen? Das habe ich nämlich auch schon befüllt. So, die 10-Euro-Schein-Challenge und genau, das ist ja was anderes. Das mache ich ja immer bei den Weekly Budgets. Also hier noch der Dezember. Bei meinem Emergency Fund plus 50 und mir wurde, haltet euch fest, 1 Cent gut geschrieben. Oh mein Gott. Also damit wird man definitiv nicht reich, aber ich schreibe es mal mit dazu. Also 49 Cent. Insgesamt an Zinsen schon gekriegt. Das ist echt ein bisschen kläglich. So, hier bei BAföG, da habe ich unter anderem zwischendurch immer noch was gut geschrieben. Unter anderem auch die Zinsen und so weiter. Aber das ist tatsächlich, also das stimmt immer noch nicht so hundertprozentig. Deswegen muss ich da mal schauen, ob ich das nicht einfach am Ende des Monats dann einmal mache. Hier neuer Stand ungefähr 3.300 Euro. Denn dadurch, dass die Summe ja jetzt so hoch ist, bin ich auch mittlerweile bei über 50 Cent Zinsen pro Tag, die ja pro Tag gutgeschrieben werden. Und es macht ja keinen Sinn, das irgendwie wöchentlich aufzuschreiben oder so. Deswegen ja, muss ich da mal gucken, wie ich das mache. Das heißt, die sind auch schon wieder auf dem neuesten Stand der Dinge. Und ich glaube, dann sind wir tatsächlich schon fertig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, diesmal habe ich gar nicht so lange geredet. Weil manchmal bei den großen Budgets denke ich, oh, das Video wird lange. Und irgendwie, komischerweise, hatte ich heute das Gefühl nicht. Gut, das war bisher mein Dezember-Budget. Der November-Abschluss kommt noch. Der November sprengt auf jeden Fall bisher diesen Monat oder besser gesagt dieses Jahr jeden Monat. Das, ja, ich gucke immer noch ganz ungläubig auf die Zahlen, was die Einnahmen angeht. Aber wie gesagt, den November schließe ich erst ab, wenn er auch wirklich fertig ist. Deshalb das vorläufige Dezember-Budget sieht so aus. Mal gucken, an welchen Zahlen ich da vielleicht noch rumschraube. Mal schauen. Aber das seht ihr ja dann unter anderem auch in den Weekly Budgets. Ja, wie sieht bisher der Dezember bei euch aus? Ich hoffe, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr auch Weihnachtsgeld bekommt, denn das kriege ich zum Beispiel gar nicht. Ich hoffe, bei euch sieht der Dezember sehr gut aus durch diesen Bonus und ihr könnt einige Töpfe befüllen und euren Puffer aufbauen. Falls ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessiert, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten wisst ihr ja, egal ob mit oder ohne Abo, freue ich mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!